Radio Köln dreht durch. Mit Vanessa Nolte und Christian vom Hofe. So, wir versuchen ja hier nonstop zu moderieren, solange wir können, damit wir Ihre Wunschtitel spielen können. Und wir haben gerade von Professor Dr. Christian Grefkes, Neurologe und Oberarzt von der Uniklinik Köln, erfahren, das kann zu krassen Halluzinationen und Krampfanfällen führen. Und aus diesem Grund checken wir aktuell mal Christians Zustand, nämlich per Blutdruck. Also ich fühle mich gut. Es wird jetzt der Blutdruck gemessen. Erklären Sie mal kurz, was jetzt passiert. Das ist ja, das kennt ja jeder, ne? Genau, ich lege jetzt die Manschette um deinen Arm. Ja. So schön Arm gerade machen. Sehr gut. Jetzt muss ich das hier zumachen. So, nee, Hemd drunter, das ist egal, ne? Oh, diese Bizeps. Das bisschen. Das waren die Halluzinationen. So, ja. Jetzt tue ich das Stethoskop hier an deine Ellenbogenbeuge rein. So, und jetzt pumpe ich auf. Das zieht jetzt ein bisschen. Das ist normal, ne? Ja, das kenne ich das auch. Das muss schön wehtun. Nein, so ist gut. Ist okay. Jetzt lasse ich das ab. Und lebt er noch? So 122 zu 82. Das Gehirn wird hervorragend durchblutet. Ist es gut? Noch ist alles perfekt. Ja. Wird sich wahrscheinlich verändern, ne? Aber gut. Ich fühle mich aber auch noch so einigermaßen okay. Sie werden uns weiter begleiten. Ja. Und ich würde sagen, morgen ist Vanessa da mal dran mit, weiß ich nicht, Blutdruck messen oder wie heißt dieses Hämmerchen, was man auf dem Knie haut? Ein Reflexhammer. Oh, da habe ich immer Angst vor. Da springt mein Bein immer sonst wie hoch. Das ist ein gutes Zeichen.